Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander. Mir gehen langsam die Ideen für die Intros aus. Los geht's. IOTA Content Creator DAO haben letzte Woche nach euren Vorschlägen für einen Namen für die Webseite gesucht und ihr habt sie geliefert. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann immer her damit, schreibt sie auf Twitter oder Discord. Die Top 4 werden dann ausgelost. Auch das von dem letzten Proposal, dass sie zwei Content Creator suchen und diese mit $200 finanzieren, ist durch und nun wird nach diesen zwei Projekten gesucht. Vielleicht ja Probably Nothing. Gerne könnt ihr auf Twitter für mich stimmen, wenn ihr denkt, dass ich der Richtige bin. Kurz nach der Veröffentlichung der letzten Episode kam die IOTA Foundation mit der Hammer-Nachricht, für die mein Geschmack zu wenig durch die Decke ging. Login with IOTA. Leute, das ist das, worauf die ganze Welt doch gewartet hat. Dazu hat sich die IOTA Foundation mit der Vault ID zusammengeschlossen, um eine Lösung noch dieses Jahr zu präsentieren. Dabei soll die alte Anmeldesysteme, also das Web 2 und die neuen Web 3 möglich sein. Hoffen wir, dass die Ethers auch halten. Zwinker, zwinker. Heute, dem 3. August, gibt es eine Live-Diskussion der Frankfurt School. Thema ist AI und Blockchain. Das Ganze ist kostenlos für alle. Marianne Della Roch ist von der IOTA Foundation vertreten. CoinMerge listet IOTA auf ihrer Plattform, aber es ist kein nativer Token, von daher eher uninteressant. Die sollen sich nochmal melden, wenn sie IOTA und Shimmer ordentlich listen. Dom schreibt ja öfters mal, dass man bauen soll und jetzt meldet sich auf Twitter eine Gruppe und sagt, ja, wir haben dich gehört und wir bauen. Die Rede ist von Loyal und man kennt es wohl aus dem Hamburger Abendblatt, Hamburger Journal und ARD. Auf der Homepage findet man jetzt nichts Genaues zu IOTA oder Shimmer, was also genau drin ist, kann ich momentan nicht sagen. Das Prinzip hinter Loyal ist aber interessant, es geht hierbei um eine digitale Stempelkarte nach dem Prinzip des 10-mal Essen, das 11. kostenlos bekommen. Mal sehen, was sie in Zukunft mit IOTA anstellen. Die IOTA Roadmap wurde ebenfalls aktualisiert. Es gibt ja da draußen ziemlich ungeduldige Leute, die so eine Roadmap brauchen und ich sage euch, entspannt euch, man weiß nie was passiert und am Ende seid ihr nur enttäuscht. Aber es hieß im Dezember wird das fertig sein. Es heißt nicht, dass Projekte keine zeitlichen Ziele brauchen, sonst wird man ja nie fertig. Aber darauf zu pochen und es als das Nonplusultra zu nehmen, ist lächerlich. Was wesentlich wichtiger ist, als irgendwelche Daten ist, dass man ein Guide zur Integration von Shimmer vorgestellt hat. Damit kann jeder Exchange super einfach Shimmer integrieren. Pocht lieber auf die Aktualisierung von der Handelsplätzen statt der Roadmap. Das Interessante ist, es sind wirklich Copy- und Paste-Sachen. Jeder Exchange könnte es in einem Tag machen. Und damit gibt es keine Ausreden mehr von Exchanges, Shimmer nicht mehr zu integrieren. Lendex veröffentlicht ihr Lightpaper in der neuen Version und es gibt keinen Aufschrei mehr. Gibt's von eurer Seite Kommentare dazu? Seid ihr damit zufrieden? Die Firefly Shimmer Beta Wallet hat ein paar Updates bekommen. So wie in der letzten Episode erklärt, wurde das Minting von Tokens präsentiert. Es ist so einfach, dass es man niemandem erzählen darf. Dazu habe ich euch auf Twitter aufgerufen, mir eure Tokens zu schicken und da haben wir ein paar. Poopcoin, IOTANA, Infinity Token und Catcoin. Dank an alle Zusendungen. Das Erstellen von neuen Token, wie ihr seht, ist mehr als einfach. Ob das auch so in die finale Version kommt, ist aber zweifelhaft. Aber das Prinzip soll verdeutlichen, dass es definitiv die Zukunft ist. Zentangle.io zeigt auch ihren NFT-Marktplatz und das natürlich ohne Gebühren. Dafür braucht ihr Metamask. Es funktioniert genauso einfach und selbstverständlich wie Sooniverse. Nach langer Zeit meldet sich Soonlabs mit einem Update. Alle Updates können immer auf when.sooniverse.com ausprobiert werden. Das Update beinhaltet das Kaufen von Shimmer mit IOTA oder andersrum. Weiter können alle ihre eigenen Token erstellen und minten und diese sogar handeln. Vergesst nicht, dass es nur alles Testtoken sind, die keinerlei Wert haben. Außerdem wurde ein Haufen Fixes und Updates hinzugefügt, wie die Überarbeitung der Zahlungsabwicklung, Überarbeitung der Benutzeroberfläche für mobile Nutzer, neue Übersetzungen und Überarbeitungen und noch mehr. Alles könnt ihr in ihrem Blogbeitrag lesen, welches unten verlinkt ist. Auch IOTA-B, welches die letzten Wochen uns mit vielen interessanten Neuigkeiten versorgt hat, macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie veröffentlichen ebenfalls einen Blogbeitrag, bei dem es um die Multichain und ihre Wichtigkeit geht. Und nach dem Bild zufolge ist die Multichain in der Tat das Beste, was uns passieren kann. Werdet ihr IOTA-B benutzen?
Auch haben sie einen weiteren Einblick in die möglichen Assets gezeigt. Das Team brennt regelrecht. Smart Contracts hat ein Meeting, welches ihr auf YouTube euch angucken könnt. Vroom hat auf Twitter etwas Schönes gefunden. Epsi hat 13 Wallets bestätigt und eine davon ist Vault ID. Und wie oben schon erwähnt, arbeitet Vault ID mit IOTA an einem Login-Möglichkeit. Damit ist Vault ID mit allen EU-Standards konform und das bedeutet auch, dass IOTA eine gute Arbeit leistet, indem sie konform ist. Antonio, unser Community-Vater, hat eine Node-Installationsparty gestartet für die Shimmernode. Wer also eine Node installieren möchte, um zu testen und probieren, kann gerne hier 1:1 mit Antonio eine Node aufsetzen. Ich bin irgendwie begeistert, wie er Grafana ausspricht. Ein kleiner Service-Tweet für alle, die auf Shimmer programmieren und gerne ihr Projekt durch eine Sicherheits-Audit schicken wollen. Audit One bietet nun sowas für alle mit einem Rabatt sogar an. Das nächste Video mit Bankless wurde ebenfalls veröffentlicht, diesmal mit dem Cardano-Projekt Catalyst. Auch diesmal ist es super interessant mit vielen Zahlen und Beispielen. Wenn wir als IOTA-Community nur ein Bruchteil schaffen wie ADA und AVE, dann wird es bombastisch werden. IOTA wird explodieren, diesmal aber wirklich. Kommen wir zurück zu Firefly, das hat ein Update bekommen. Falls ihr also irgendwelche Darstellungsprobleme hattet, könnte hier eventuell ein Update helfen. Und die Shimmer Beta App hat auch ein kleines und interessantes Update bekommen. In den ersten 24 Stunden wurden über 1250 verschiedene Token erstellt. Das ist einfach der Wahnsinn. Und last but not least, Fiobex veröffentlicht ebenfalls ein Update 1.2.0 mit vielen neuen Funktionen und ein paar Verbesserungen. Wer die Bestände der Börsen im Auge behalten will, sollte hier definitiv reinschauen. Was mir in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen ist, ist, dass viele Leute immer nach dem Core-ID-Site fragen und dann enttäuscht sind, wenn man ihnen kein genaues Datum liefert. Sie kommen bei Discord oder Telegram rein und verschwinden dann genauso schnell, wie sie gekommen sind. Letzte Woche wurde Stardust released, ein unglaublicher Sprung und Möglichkeit für viele Projekte und dann wird auf den Core-ID-Site geguckt. Der Augenmerk sollte doch jetzt völlig auf Shimmer und Stardust liegen. Viele Projekte, die mit dem Update jetzt kommen, werden releasen so viele Neuigkeiten, man kann es einfach nicht übersehen. Für alle Ungeduldigen da draußen, einen Schritt nach dem anderen. Die IOTA Foundation liefert immens ab und wer das nicht sieht, ist selber schuld. Alle, die IOTA als tot sehen, haben einen Stand von vor 3-4 Jahren. Seitdem hat sich so vieles getan, dass man einfach sich neu belesen muss, wenn man aus dem Thema raus ist. Es gibt da draußen immer noch den einen oder anderen, der nur schwarz sieht und zieht damit viele andere runter. Lasst euch doch davon nicht erschrecken. Nur weil sie unglücklich sind, heißt es doch nicht, dass ihr es auch sein müsst. Schaut euch Sunaverse an. Da habt ihr das beste Beispiel, dass IOTA funktioniert und zwar besser und günstiger als alle anderen Plattformen oder Kryptowährungen zusammen. Und der Preis und CMC spiegelt auch nicht den wahren Wert der Projekte wider. Der Markt ist nicht reguliert und völlig manipuliert. Wer trotzdem denkt, dass IOTA tot ist, sollte sich den Monaco-Podcast anhören, IOTA Weekly oder Monthly anschauen oder eben Probably Nothing und ihr werdet sehen, was für eine Entwicklung IOTA hinlegt. Es ist ja nicht so, als würden wir das alles selbst erfinden und mit Photoshop selbst kreieren. Jetzt mit der super Neuigkeit mit dem Login with IOTA. Das ist eine Hammer-News. Damit kann man alle Menschen dieser Welt abholen. Das ist das Sprungbrett der Adaption. Die Marktschreier, die nach Use Cases bei IOTA schreien, da habt ihr ihn. Und das sogar mit der EU als Partner. Mir ist schon klar, dass wenn meine Taschen voll Ethereum sind, ich auch die vor $300 Gebühren nicht halt mache, weil es meine Währung ist. Aber rational ist das nicht. Und würden die Menschen rational und nicht emotional denken, würden sie in ein anderes Projekt investieren und diese auch schätzen. Auch wenn sie 90% ihres Geldes woanders stecken. Das war's, Leute, mit dieser Folge. Danke an alle, die Probably Nothing unterstützen und schauen. Danke an die tollen Patreon-Unterstützer. Großes Dank an euch und die vielen Menschen, die fleißig Likes geben, kommentieren, sei es auf YouTube oder Twitter. Ich mache das für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.